Hallo und willkommen zurück zu Path of Exile mit den Vorspielern. Und zwar dem Dan und dem Jules. Yeah. Wir sind auf unserem Weg nach dem verschollenen Medizinkästchen. Für die gute alte Nessa, heißt die Frau. Und da gehen wir jetzt mal hin. Oh nee, das ist nicht für die Nessa. Doch, für die Nessa. Nee, das ist für diesen Bloodwind oder so. Ja, der hat die Mission gegeben, aber also für die Nessa. Ach so. Ja. Aber der ist ja Pirat, ne? Ja. Oder. Vielleicht will er ihr Herz gewinnen, ich weiß es nicht so genau. Ei! Also ich hab genauso einen Hut. So einen Piratenhut, weißt du? Das sieht genauso aus. Der hat meinen Hut auf. Ach. Oh, guck mal, was hat die? Outgame geklaut. Was ist das für ein Schwert? Warte mal. Da liegt ein großes Schwert. Das wäre doch vielleicht was für mich. Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich muss mir gerade. Ich hab jetzt so viel Blödsinn im Inventar, den brauche ich ja gar nicht. Ja, wie gesagt, du hast jetzt die Axt, die reicht erstmal für 2-3 Level noch. Aber ich habe jetzt ein schönes großes Schwert. Ah, das ist ein Zweihänder-Schwert, glaube ich. Steht auch da drunter. Two-Handed Sword, ja. Da kann man leider nichts mitmachen. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht so genau, was ich hier alles für Waffen nehmen soll. Deswegen nehme ich jetzt einfach das mal. Nehme ich einfach das, was ich in Hand habe. Learning by doing. Das, was am besten kloppt, nimmst du halt auch. Ja gut, das ist halt bei mir als Geschicklichkeitsheld nicht so gut. Aber sobald ich einen Rapier finde, weiß ich eh Bescheid. Ja. Was ist denn das? Ein Stock? Der Driftwood. Nee. Da ist ein Rapier. Du hast ein Rapier? Hier liegt ein Rapier auf dem Boden. Ah da, du hast jetzt Bike. Ich nehme diesen Blödsinn weg. Jawohl. Das ist genau das, was ich brauche. Eigentlich müsste ich den in die Haupthand nehmen. Oh, was sind das für Gegner? Tide-Strider, na gut, die sehen nur imposant aus, sind sie aber nicht. Das sind Sandwesen. Ja, irgend sowas. Ich nehme aber jetzt hier den Item raus. Das kann man hier ganz wunderbar innovativ, rechte Maustaste, zack, los geht's. Weil. Ich möchte meinen Rapier gerne vorne in der Hand führen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber ich werde es einfach mal machen. Und ich habe auch wieder Schuhe gefunden und irgendwas Blaues. Ah, das ist eher was für ein Barbar wahrscheinlich. Gut. Genau. Also eine große Klappe. Du nimm sie am besten mit, ich habe keinen Platz mehr. Achso, das habe ich liegen lassen. Egal. Naja, wir sind zwar am Anfang. Ja, also ich finde diese Sache mit den Heiltränken echt gut. Ja, gell, das ist super. Also man hat Heiltränke, die sind genauso wie Items, also die haben verschiedene Werte. Richtig. Das hier ist zum Beispiel ein blauer Mana-Trank sozusagen, der lädt sich sehr schnell wieder auf, also schneller als die anderen. Ja. Und jeder Heiltrank und jeder Mana-Trank lädt sich auf, durch Gegner töten. Also man muss nicht die ganze Zeit irgendwelche Heiltränke sammeln, die hier das alles. Oh, ich bin versteinert, Jules. Ja, das ist der da oben, warte. Oh, das ist ein Held. Wir laufen nicht weg. Ich muss weglaufen. Dann treffe ich doch nicht. Ach so, du bist ja auf mich angewiesen. Du bist ja Bogenschütze. Wow, ich hab nochmal einen Heiltrank genommen. Das Schöne ist. Oh. Jawohl, da liegt ein Bogen und der ist golden. Ja? Ja. Oh. Hast du ihn aufgesammelt? Hab ich ihn aufgesammelt oder hab ich mich verguckt? Nee. Nee, du hast dich verguckt. Hab ich mich verguckt? Ja. Ich hab mal. Ich hab's. Trotzdem ein besserer Bogen, glaube ich. Ja, ich war erst Level 5. Na gut. Aber. Ich will nur mal wenigstens mal drüber gucken, was es hier gibt, ne, dass ich hier. Ach, das sind alles diese ganzen. Das ist schön, man kann einfach so. Man muss es nicht mal aufheben, ja? Man kann einfach die Alt-Taste gedrückt halten und dann drüber gucken. Ja. Nice. Oh, ich hab hier. Ein Helm, aber guck dir den mal an, der ist golden. Also ein super Gegenstand. Ich habe ihn gerade hingeworfen. Okay.
ob der für dich was Armor ist. 20, Ab Energy Level Shield 5. 8. Requires Level 5. Maximum Mana. Ja. Auf jeden Fall besser als das, was ich jetzt habe. Also der bringt nur Ausweichen. Also der ist super, der Helm. Wir können jetzt theoretisch auch wieder zurück in die Stadt. Könnten wir. Oder wollen wir ein bisschen grinden? Was machen wir? Grinden. Nennt man das so? Ja, das heißt Gegner sinnlos abmetzeln, um zu leveln. Oh, hier liegt ein Korps. Ja, aber war nichts drin. Oh. If you know what I mean. Ja. So. Übrigens habe ich gerade gesehen, wir haben einen neuen Abonnenten dazu gewonnen. Die Nummer 24, Jules. Hast du es gesehen? Ja, habe ich gesehen und ich war begeistert. Ja, wir freuen uns über jeden Abonnenten. Wirklich, also ich bin auf der Arbeit, da kommt nicht eine SMS. Ey, wir haben wieder einen neuen Abonnenten. So muss das ja, sein. Also wir freuen uns wie kleine Kinder, die Weihnachtsgeschenke aufmachen dürfen. Ja. Wenn wir sowas lesen. Und wir haben jetzt mittlerweile. Oh! Ich habe jetzt einen Zauberstein, den ich nicht upgraden kann. Der ist anscheinend auf dem höchsten Level. Was? Oder ich muss nochmal eine Stufe aufsteigen, damit der Gem also aufsteigt sozusagen. Das kann sein. Also jetzt gehen wir, wie gesagt, hier in die Stadt zurück. Mhm. Und geben die Quest ab. Ja. Das ist noch ein bisschen umständlich, finde ich, weil man muss teilweise wirklich sehr lange Wege laufen, um wieder zurückzukommen. Liegt überall liegen ja Gegenstände rum. Ja. Also wir könnten eigentlich uns zur Ruhe setzen. Wir müssten eigentlich nur noch immer wieder hin und her laufen. Oh, ja. Little Dan. Oh, jetzt hab ich's aufgehoben. Robin Schulz und Little Dan. Robin Schulz. Ich geh mal näher ran, damit man die Gegner mal besser sieht. Und die sehen auch nicht alle gleich aus. Also, die haben schon 2-3 Variationen drin. Ja. Beim gleichen Gegnertyp. Ah, warte, hier müssen wir zurück. Oh, hier liegt nochmal eine Leiche. Oh. Ist gerade umgedreht. Ja. Den Arm. Ja, gut, er merkt das nicht mehr. Wer weiß. Also es ist erstaunlich, ich bin ja ein Held, der auf Stärke und auf Geschicklichkeit ausgelegt ist und ich kann trotzdem Zauber benutzen. Ja. Weil ich einen blauen Edelstein in meiner Waffe habe und die bringen ja hier keine Verbesserung der Waffe oder der Skills, sondern die bringen hier, wie heißt es? Sprüche. Jo. Ja. Aktive Skills. Aktive Skills. Fertigkeit, das ist auch einer. Warte, ich muss stehen bleiben. Nee, geht. Zack, Doppelschlag mit beiden Waffen. Achtung, oh, das war ein Hinterhalt. Das war ein Hinterhalt. Ja, nicht sehr erfolgreich. Das war ganz knapp. Aber, ich finde, das Spiel hat sehr interessante Ansätze. Also, die muss man echt weiterverfolgen, finde ich, in diesem Genre, was ja auch ziemlich einheitsbrei war. Ja. Bis dato. Also, hier mit diesem passiven Skillbaum oder mit diesem Edelstein-Konzept, also das finde ich wirklich super. Na gut, man muss sich halt was einfallen lassen, ne? Ja. So, da ist die Frau. Geht mal da das Kästchen. A medicine chest. Da freut sie sich. So, und hier haben wir jetzt neue Flakons. Einmal für ein Medium Lebenstrank, einmal ein Medium-Mana-Trank und einmal Quicksilver-Flask. Was ist das denn? Increased schneller rennen, Movement dann. Speed. Ja. Den nehme ich doch. Das freut mich. So, jetzt verkaufen wir mal die Sachen. Hier gibt es auch kein Geld, das haben wir ja schon erwähnt. Ich finde es immer gut, wenn man so manche Sachen nochmal erwähnt, falls noch jemand mal so quer einsteigt. Ja. Dass der dann auch weiß, was abgeht. Also es gibt hier nur Spruchrollenteile. Bei mir gehen ständig diese Skype-Nachrichten auf, wer ankommt. Das muss ich vielleicht auch mal ausschalten. Ach so, Jules, hast du eben vergessen zu sagen, da muss ich dir jetzt mal eine gelbe Karte aussprechen. Aber mit dem Klicken? Ja, wir haben Probleme, wenn wir diese Let's Play Togethers machen, dass man ständig meine Maus klicken hört. Falls jemand da Ideen hat, wie wir das verbessern könnten, soll uns doch bitte mal schreiben. Wir würden uns freuen.
So, Ja, meine Ohren wird's aufholen. was ich jetzt gerade getan habe, war folgendes: Ich habe diese Rollenfragmente zusammengeführt und sie werden dann automatisch zu einer Rolle des Wissens. Mit diesen Waffen kann man identifizieren, mit diesen Rollen kann man identifizieren und sie fungieren auch mehr oder weniger als Geld, ne? Also. Aber später, im späteren Spielverlauf, kannst du auch noch diese ganzen anderen Sachen, die du findest, also Orb of Augmentation oder Armorer's Scrap, das sind halt auch so Sachen, womit du teilweise hier zum Beispiel die Qualität von deiner Rüstung verbessern kannst, oder du kannst einen Gegenstand mit einem neuen Random, also ja, Property, mit einer Eigenschaft verbessern dann, wenn du das da draufklickst. Und Okay. das mit diesen Teilen kannst du dann auch später noch handeln. Also es gibt da noch viel mehr Sachen als nur diese Scroll of Wisdom. Das ist ja schon mal, also das hört sich auf jeden Fall interessant an. Was ich jetzt gerade merke, ist, man kann mit diesen Flakonen, also mit diesen Heiltrankfläschchen und so weiter, kann man auch gut spielen. Also ich denke mal, ich werde dreimal Heiltrank nehmen. Einmal mein Geschwindigkeitstrank, den ich jetzt hier habe. Den ich jetzt gerade mal ausprobieren würde. Oh, geht, ach hier, in der Stadt geht nicht. Und einmal einen Mana-Trank und damit wäre ich halt schon mal in der Sache voll ausgepowert. Ich nehme mal den nächsten. Ach, hier kann ich noch. Hier bekomme ich noch einen Edelstein. Oh ja. 30% to knock enemies back on hit. Also zurückwerfen. Ich hoffe, dass der blaue Text das ist, was mich interessiert. Requires Mace, Axe, Sword, Two-Handed Weapon. Achso, die kann ich nicht dafür benutzen. Okay. Das ist ein Bogenskill. Das ist eine Falle. Ich kann eine Falle auslegen. Ja, hab ich auch. Aber ich habe den Poison Arrow genommen. Und eine Melee Attack. Too fast attacks on hit. Nee, ich nehme die. Ich nehme den Fallen Skill. Weil den anderen habe ich schon und den Rest kann ich nicht gebrauchen. Okay. Ich hoffe nur, dass ich ihn jetzt auch benutzen kann. Ah, ich kann ihn sogar in der Rüstung nutzen. Sehr schön. In meinem Stoffleibchen. There's a pool near the Mud Flats. Ah. Ein Teich ist anscheinend irgendwie vergiftet worden. Man kann ihn riechen, bevor wir ihn sehen. Okay. Also ich kann davon ausgehen, dass wir jetzt versuchen müssen herauszufinden, warum dieser Teich total verderbt ist. Ich will ja nicht spoilern, aber ich weiß es schon. Yeah. Jedenfalls hier ist ein Waypoint. Aktiviere den mal, Ist ein wo ich Web. stehe. Ich sehe nicht, wo du stehst. Auf der Ehrlich Karte. gesagt. Ich weiß es nicht, ich habe das gar nicht an. Wo bist du denn? Ach, hier unten. Ja. So, aktiviert ihn mal und damit kann man zwischen den verschiedenen hin und her traveln, aber müssen wir erst noch finden. Achso, Diese Waypoints. wir haben jetzt nur den ersten entdeckt. Ja, Okay. genau. Ja, Wegpunktesystem. State of the Art, oder wie heißt das? Stand of the Art. State. State heißt es. So, dann würde ich sagen, wir laufen jetzt mal kurz noch dahin. Ja, Hier. ich will mal meine neue Feuerfalle ausprobieren. Ah, dann gehen wir mal einen anderen Weg. Hier oben sind noch Feinde. Weil die Feinde, weil es ja eine instanzmäßig aufgebaut ist, diese Level, sind die natürlich dann auch noch tot, wenn man wieder reingeht. Ah ja. Na gut. Also ich Die habe das spawnen nicht Problem. neu, so wie in anderen Spielen jetzt, wenn man Ja, das fand ich bei da Guild Wars rausgeht. manchmal ein bisschen doof. Du bist dann halt von einem Ort zum anderen gereist und musstest dann immer wieder die gleichen Gegner irgendwie platt machen. Ja. Die natürlich auch stärker geworden sind, aber ja, das hat dann schon Na ein bisschen gut, wir sind genervt. jetzt schon, haben eigentlich alles platt gemacht, wie ich gerade gesehen habe. Na egal. Das ist wichtig. Man muss immer gucken, wo man bleibt. Warte, jetzt weiß ich gerade nicht, ob man hier auch lang muss. Nee, man muss nicht hier lang. Oh Warte, ja. geht nochmal zurück. Wo siehst du das denn an der Karte überhaupt? Genau, da drückt man auf U und jetzt war man rechts unten. Siehst du? Ja, Bei ja. dem Oh, blauen Punkt ups. und da ging es halt nicht weiter und wir müssen dahin, wo das Fragezeichen ist. Ach so, du willst dann einfach nur nach Norden gehen.
Genau, muss man hier rechts hoch einfach wieder. Und da man die Karte ja nicht benutzen kann, also drehen kann, also die Kamera nicht drehen kann, wissen wir dann in ungefähr Richtung. Guck mal hier. Ah, hier ist es doch schon, genau. In die Mud Flats. Sonst. Muss man von hier aus dann da. Ah, hier ist der Waypoint, siehst du mal. Aha. Ach so, die sehen auch mal immer ein bisschen anders aus. Ja. Warte. Ja, ja. Glaubt man noch, hier kann seine Falle testen. Wow! Ey. Also damit. Achso, die. Die habe ich natürlich jetzt ins Level. Eben in die Mitte der Feinde geworfen, deswegen ist sie direkt losgegangen, aber die. Man kann sie auch reinlocken. Ah ja, okay. Also ich guck, ich leg die jetzt hier aus und da liegt sie jetzt. Mhm. Super. Die ist ja groß. Na, wie immer. Schön Gegenstände. Looten. Nailfist, Stone Axe, ja. Yeah. Also die Falle gefällt mir schon mal ganz gut. Ja, also mir auch. Das hat schon Eindruck geschindet. Geschunden? Geschunden. Tut mir leid, ich war auf dem Deutsch-LK. Naja. Sehr gut. Oh, das sind Champions, Schulz. Wir müssen aufpassen. Was denn? Das sind Champions. Achso, genau. Die Klauen. Mal meine Zaubersprüche einsetzen. Ich habe jetzt die Falle taktisch klug hinter die Gegner geworfen. Also die. Wow. Ich bin vergiftet. Nein. Das hat mich jetzt fast aus den Latschen gekloppt hier. Ich sammle mal alles ein. Hier ist Scroll of Wisdom. Ich würde sagen, wir suchen jetzt noch den Eingang. Dann wären wir eigentlich auch schon wieder fertig für den Part. Eieiei. Ah, ich muss gerade mal. Ich möchte nochmal 10 Dexterity mehr haben. Hab gerade nochmal abgegradet, wenn du dich hier um die Gegner gekümmert hast. Was sind das denn? Road Snapper. Komm schnell so aufgesammelt. Gegenstand. Ja, aber was für einen? Ich weiß nicht so genau. Ich weiß es doch nicht. Ah ja, gut. Hier ist ein Portal. Einen Bogen benutzen. Warte mal. Da war eine Portalrolle von Jules. So. Ah, jetzt habe ich gerade mal meinen Speedtrank benutzt. Hier lang? Durch 4. Oh, wow. Wow, der Bogen ist jetzt schon ziemlich gut. Was ist denn das hier? Guck mal, Nest. Also genau, das gehört zu einer Quest, da müssen wir diese grünen Edelsteine aufsammeln. Folge mir einfach, ich kenne den. Denke ich. Also ich bin ein sehr großer Freund von Attack Speed bei Waffen. Also ja gut, als Bogenschütze ist das auch gar nicht so verkehrt. Ja, das pisst mich aber so ein bisschen an mit meinem Barbaren, den ich als Hauptcharakter spiele, weil, ja, kannst dir vorstellen, ein Schlag pro Sekunde. Naja gut, da kannst du aber, das hättest du auch vorher wissen können, ne? Aber der haut richtig rein, also mit einem Standardangriff ist schon so ein Gegner tot, sofort. Aber du hast doch nicht wirklich erwartet, dass du einen schnellen Barbaren spielen kannst. Nee, aber das nicht, aber wie gesagt, so manchmal macht es mich schon ein bisschen fertig. Hier lang, rechts. Aber hier sind Gegner. Ja, hier ist ein grüner. Wow. Und jetzt nehme ich meinen Speedtrank, um dem zu entkommen. Und jetzt Blitze. Und dann steche ich nur ab, zack, damit hat er nicht gerechnet. Schnell weg. Dieses typische Grinsen. Oh. Wo müssen wir denn hin, Schulz? Wir müssen irgendwo an der Wand hier entlang. Da muss dieses Matschgebiet sein. Also dieser Eingang. Ach, hier drüben läufst du rum. Ja. Also ich habe die Karte eigentlich immer offen.
Ah ja, hier. Ja, ich kann es leider nicht machen. Warum Tab drücken? Ja, aber es sieht ziemlich doof aus. Ach so, hier lang, oben, links. Und sagen die Leute, ey, Alter, mach mal was weg da, ne? Ja, Naja, das gut. sieht halt, ich gucke halt manchmal zur Orientierung drauf, aber wenn das Genau, halt stopp. die. Wow! Ja, hier müssen wir rein, aber wie gesagt, erst im nächsten Part. Ja, ich bin schon drin, ich komme wieder raus. Du warst bei mir noch da, deswegen. Cool. Jo. Gut. Nachdem wir uns erfolgreich hier zu diesem matschigen Gelände vorgekämpft haben, würde ich sagen, machen wir jetzt den Break, wie du schon gesagt hast. Das wird auch für heute der letzte Take sein, aber das merkt ihr ja gar nicht. Bei euch geht es nahtlos über, ne? Ich hoffe, ich Ja, hoffe. ich hoffe es auch. Gut, alles klar. Jules, du spielst weiter noch mit deinem Barbar wahrscheinlich. Oh ja, jetzt sofort. Wirst du mal ein Ich paar hab Bock. Erfahrungen sammeln Ich hab richtig Bock. Ja, und kannst es werde uns ich. dann erzählen, was du dann herausgefunden hast. Und wir sehen uns dann beim nächsten Teil wieder, wenn wir spielen Path Path of of Exile. Exile, ne? Ich Genau. drücke nochmal auf aufs W und ich drücke aufs Q. Und damit sehen wir uns dann später wieder. Und tschüss. Ciao.